Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ein paar grausame Erinnerungen einer Sinifianerin angehört. Beziehungsweise angesehen und jetzt müssen wir zum Turm von Rosenbühl in Terraria zurück. Ich kann mich übrigens nicht dahin teleportieren, das heißt, dort wird hundertprozentig irgendwas passieren, weswegen ich gleich aus dem Bild verschwinden werde, sobald ich hier mit dem Stein spreche. Man muss ja ein bisschen darüber reden, ne? Was ich beim letzten Mal noch gesagt hatte, hier mit den Synthesen. Da wollte ich nochmal drüber reden. Ich wollte mir jetzt ab sofort als Regel setzen, dass ich die erst synthesiere, wenn sie so Level 25, 20 mindestens erreicht haben, weil das vorher halt auch von den Punkten her sehr wenig bringt. Also die haben dann kaum Punkte und nehmen echt schlechte Fähigkeiten mit, wenn ich die früh synthesiere. Deswegen halte ich mich bei den Synthesen momentan ein bisschen zurück. Aber sobald Stalima beispielsweise Level 25 oder vielleicht sogar 30 erreicht hat, machen wir definitiv eine Synthese. Aber ich wollte nur das nochmal ansprechen, dass die Info nochmal in euren Köpfen verankert ist. So, jetzt packe ich mich aus dem Bild, weil es wird, wie gesagt, hundertprozentig was passieren. That's kind of sweet. There's nothing quite like a father's love for his son. Toylan? You haven't told us about your family. Well, I had a younger brother, but he was pretty frail from the get-go. We were orphans, you see. Never had much food. He got sick and died when we were kids. Say, do you remember when I said we weren't all that different? Well, I know how hard it is to lose a loved one, too. Without my brother around, my life felt meaningless. Like if I died in a ditch, who'd care? But that's all changed now. Now that I'm not alone anymore. Kid Dragon? What's this guy doing here? What was that? Oh, your name's Sparky, you say? Holy moly, Rose! You can understand dragons? That's incredible! Go with you. But what could the Zenith Dragon have to tell us that's so important? Wait, wait, wait! Did you just say the Zenith Dragon? But isn't he, like, a god? Yes! And that's why we mustn't keep him waiting. Will take us all the way to Zenithia.
Okay, bevor ich da hochgehe, mache ich, glaube ich, erstmal die Lautstärke der Charaktere lauter. So, direkt nach da oben, ne? Ja, bitte. Da ist der heilige Senifdrache. His name is Estark, Lord of the Underworld. Before long, he will reawaken, and the world will once again be set on the path to destruction. However, doom may yet be averted with the help of the Chosen. You will join forces with these heroic few to defeat Estark. After which, you must relinquish your monster blood and live as a human. This was your mother's dying wish. Will you honor it? You cannot hide the truth from me. You intend to subjugate the Lord of the Underworld and have him do your bidding, do you not? So still you seek to destroy your father. I see little has changed since first we met. Should you succeed in bringing the Lord of the Underworld under your control, I am afraid I would not take it lightly. And to complicate matters, you are not the only one who desires his immense power. I speak of Zangiel the Omniarch. He rules over all monsterkind, with a power comparable only to that of Randolfo the Tyrant. Henceforth, the feud between humans and monsterkind will only intensify until one side is annihilated. But as long as the Chosen live, the monsters have no hope of victory. And yet, you mean to ally with the side that will ultimately lose, do you not? If that is your answer, so be it. But you must live with the consequences of your decision. Your rival, Zangiel, resides in Diabolic Hall, on a remote island in the south of Terrestria. I will enable the teleportal in Rose Hill to take you there directly. Now leave. I forbid you to ever set foot in Zenithia again. What's the big idea, huh? All that stuff with the Zenith Dragon back there? You weren't serious, were you? You're not really planning to wage war against humanity, right? I mean, that includes me, you know? Huh. Why did I even ask? That's a lie, and we all know it. And you won't stop at the Lord of the Underworld, will you? You want Zangiel in your ranks as well, right? How can you be sure you'll succeed? You don't know the slightest thing about him. He's the only thing stopping Randolfo from gaining control over the monsters in Terrestria. They love him.
Make an enemy of Zangiel, and you make an enemy of every monster out there. You know, for all our differences, I really thought we understood each other. Come on. There's still time for you to change your mind. Don't start a war against the humans. You don't even have the guts to answer. At least now I know where we stand. On opposite sides of the battlefield. We are no longer friends. I can't even be sure we ever were. Toilet, come back! You called, Master? Can it be true? Estark has risen, and the hero who will slay him has come of age. We'll track them down, sire. I'm absolutely sure of it. Why? Just... why? Ich wollte sogar den Pfad der Guten gerade begehen. Aber das Spiel sagt nein. Also, egal was ich tue, Saru wird der Böse bleiben. Also, ich. Na gut, in dem Spiel, wo Saru zum ersten Mal auftauchte, war er ja auch eigentlich eher der Böse. Trotzdem traurig. Lass mich doch zumindest versuchen, nett zu sein. Ich will keinen Krieg anzetteln. Eigentlich. Naja. Auch in die Schlacht. Wir haben einen Freund verloren. Da muss ich mich wahrscheinlich sowieso erstmal bis vorne durchkämpfen, oder? Hall, the pride and joy of Zangiel. We don't take kindly to visitors. You'll make a tasty snack, so long as you're not too grisly. And if you won't back down, we'll just have to lock horns. Da wurde der Streit entzettelt. Ich zwinge einmal den Energiestups und einmal die Mega-Schwächung auf. Und dann lasse ich die einfach auf eigenes Geheiß arbeiten. Zwei wurden geschwächt. Einer von denen hat sich sogar mehr Abwehr gemacht. Warum machst du noch mehr Energie, stoppst du den Lack? Was heißt denn brodelnd? Ja, zumindest der Abwehrboost ist weg. Das ist sehr schön. Zwei können keine Magie mehr einsetzen. Das ist nicht so schön. Abwehr senken kann unser Maiso aber trotzdem noch.
Okay, einer ist schon mal weg. Zwei sind weg. Und tot. Perhaps I shouldn't have tooted my own horn so hard. Look, here comes General Chain. You lot are really being thrown in the lion's den now. You're done for. They say General Chain's fighting prowess surpasses even that of Lord Zangiel, or so they say. You'd have said a chance. Not a chance. Have you swung round here for a reason, boy? You want Lord Zangiel to bend the knee to you? A raggedy little thing like you. Don't yank my chain. I'm afraid you're a weak link and must pay the price. Any last words? Yeah. Well, perhaps you'd better save them for the afterlife. General Catwin. Und natürlich musst du Ketten bei dir tragen. So, ich verlasse mich auf mein Team. Uff, der macht Damage. Aua. Komplette Heilungsrunde. Das war eine gute Heilung. Der trifft auch durchgehend die ganze Gruppe. Muss heilen. Neue Chance hat nicht funktioniert. Und Maiso ist auch down. Bin gerade nur am Heilen. Wiederbeleben bringt mir nichts, er stirbt einfach instant, den ich belebe. Ich muss in mein Team glauben. Muss dran glauben. Okay, ich muss definitiv trainieren. Ne, ich muss 100 pro vor dem Kampf trainieren. Also ich bin hier nicht mal ansatzweise stark genug. Okay, es ist auch beabsichtigt, dass ich den Kampf gewinne. Ja gut, ne? Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile lang trainieren. Dann wäre es eigentlich auch nicht so verkehrt, jetzt eventuell noch die ein oder andere Synthese zu machen, dass ich ein bisschen stärkere Monster habe. Weil mein Team war zu schwach hierfür. Viel zu schwach. Also E ist nicht mal ansatzweise ausreichend. Also ich kann hier auf jeden Fall schon mal eine gute Synthese machen. Ich habe jetzt hier erstmal geguckt, ob ich ein paar spezielle Synthesen machen kann. Und die Sausmaus und unseren Schneegnomen kann ich zu einem Dunkelschleim machen, der Rang E ist. Was auf jeden Fall besser ist als der Schneegnomen, ne?
Die MP sind doch besser. Nur der Angriff geht ein bisschen runter. Der Possenreißer, der scheint mir jetzt nicht so praktisch zu sein. Den Heiler nehmen wir natürlich mit. Giga-Magie-Entzug klingt eigentlich auch ganz gut. Na, ich nehme lieber die drei Fähigkeiten. Darf ich vorstellen? Darkon. Okay, ich habe mit Mai so gerade alle bei dem Monster durchgecheckt. Wir können mit Kneif und dem Scherenkäfer zusammen eine Skornisse werden. Wir machen da auf jeden Fall einen Rang-Up und sind offenbar ordentlich schnell. Das Problem ist, die Skornisse ist jetzt nicht unbedingt der Magietypus. Das heißt, ja, Bub und so weiter wird schlechter treffen. Ich weiß nicht, was der Schierlingsschlag bringt, ne? Die großen Fähigkeiten finde ich besser als Kollektivbewusstsein. Oh, die Skornisse sieht cool aus. Skorino. Okay, unser Glubschi und Sanya geben zusammen einen Schieler. Das klingt doch ganz lustig. Den Sanitäter nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir nehmen noch die windige Klinge. Dann würde ich den Knirschfell noch dazu packen. Der sieht lustig aus. Das bleibt aber Zanni, ne? Okay, Leute, ich habe jetzt hier geguckt, wen ich sonst noch so weiter synthetisiere. Und es hat bei mir hat keinen Sinn ergeben, weil ich nichts Besseres rausbekommen habe. Habe ich jetzt erst mit trainieren? Salima und Kestro sind momentan meine Stärksten aus der Truppe. Die drei haben jetzt logischerweise keinen Level. Also die müssen jetzt erstmal hochtrainiert werden. Aber was wir natürlich noch machen können, ist deren Einträge eben schnell noch durchzulesen. So, da haben wir als erstes den Dunkelschleim. Teuflische Schleime, die ausgiebig vom Quell der Dunkelheit getrunken haben, bevor sie losmarschieren, um Unheil anzurichten, stoßen sie ihren unverwechselbaren Schlachtruf aus. Schlürf! Jetzt könnt ihr was erkleben. Ich glaube, ich habe den Schilddrachen beim letzten Mal vergessen vorzulesen. Diese Drachen waren tatsächlich ein Schildkröten mit einer Lebenserwartung von 1000 Jahren. Bis sie das Fleisch eines heiligen Drachen verzehrten und ihre jetzige Form annahmen. Vorsicht, sie rotieren und rammen ihre Gegner. Okay, die nächsten Einträge lasse ich Drim und Noir zusammen vorlesen. Noir als erstes. Und danach ist hier auch schon Feierabend. Der sieht lustig aus. Das ist ein Schieler. Diese sanften Riesen sind Naturburschen durch und durch. Sie werden häufig missverstanden und bei dem naiven Versuch, sich mit Abenteurern anzufreunden, kurzerhand niedergestreckt. Och, der Arme kann einem leid tun. Oh, das ist ein Insekt nach meinem Geschmack. Stech sie alle! Das ist eine Skornisse. Wilde Hornissen, die von Monstern in mörderische Gliederfüße verwandelt wurden. Achtung, ihr Stachel kann ein lebendes Gift ausstoßen. Ich sage, ein Insekt nach meinem Geschmack. So, Leute, weitere Synthesen waren ja unnötig. Ich habe hier in der Kiste übrigens offscreen Talentsamen x3-mal bekommen. Also die habe ich nebenbei irgendwann mal geöffnet und hatte das nicht aufgenommen. Ich dachte, ich erwähne das mal. Und ja, als nächstes haben wir General Catwin auf jeden Fall vor uns. Den können wir auf dem jetzigen Stand nicht besiegen. Das heißt, ich werde erstmal eine ganze Weile trainieren müssen. Ich brauche definitiv ein komplettes Team aus E-Kameraden und das haben wir momentan nicht. Also wir haben ja teilweise noch F-Monster hier. Also ja, vielleicht brauchen wir sogar D-Kameraden. Ich glaube, vor D schafft es keiner von denen auch nur ansatzweise bei Catherine zu überleben. Also
Ja, wir haben ein sehr, sehr langes Training vor uns und eventuell muss ich da jetzt mindestens eine Woche, vielleicht zwei erstmal trainieren. Je nachdem, wie ich da Zeit habe. Heißt so viel wie... Wahrscheinlich ist das die einzige Folge von Dragon Quest, die ihr diese Woche seht. Weil, wie gesagt, ich muss erstmal trainieren. Wir schaffen auf dem jetzigen Stand Catherine auf keinen Fall. Ich werde wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Synthese machen. Da werde ich dann wie bei Pokémon dann machen, dass ich dann die ein oder andere Synthese dann gegen Anfang schon vorlese, beziehungsweise vorlesen lasse von meinen zwei Kameraden. Dass ich wirklich alles, sobald ich auf Level 20 die habe, synthetisiere. Vielleicht sogar Level 25, aber Level 20 bevorzugt, damit es ein bisschen früher ist. Würde dann die alten sogar nochmal neu anwerben, damit wir die Optionen haben. Und ja, sobald ich dann ein komplettes D-Team mindestens habe, das mit höchster Wahrscheinlichkeit dann auch Level 25 mindestens ist, vielleicht sogar Level 30. Wir haben vorher überhaupt keine Chance. Dann werden wir uns nochmal mit Catherine anlegen. Also ja. Dragon Quest muss ich erstmal trainieren. Vorher macht es keinen Sinn. Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.